ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview bei grün-und-gesund.de. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein spannendes Thema, das Thema Nitratbelastung im Grundwasser. Und ja, wer die Sache ein bisschen verfolgt, der bekommt mit, dass dieses Thema ja schon seit Längerem auch durch die Medien geistert. Und wer vielleicht ein bisschen tiefer im Thema drin ist, der weiß auch, dass Deutschland schon sehr, sehr lange Androhungen von Klagen hat, weil die Nitratbelastung im Grundwasser einfach zu hoch ist und Deutschland da zu wenig unternimmt. Und jetzt ist es offiziell, seit November 2016 hat der EU-Gerichtshof eine Klage eingereicht gegen Deutschland wegen Versäumnisse beim Schutz gegen Grundwasser. Und wenn man sich in den Medien ein bisschen umguckt, ihr habt es sicherlich mitbekommen, Spiegel zum Beispiel hat getitelt, Grundwasser durch Nitrat verseucht. An vielen in Deutschland ist das Nitrat der Wert zu hoch in Deutschland und es gibt Gefährdungen für Mütter, für Schwangere, für Kinder und so weiter. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Ja, mein Anliegen war, da wirklich einfach mal einen Experten dazu, zum Thema zu befragen, inwieweit uns das Thema wirklich betrifft. Denn man hört ja immer viel in den sogenannten Qualitätsmedien. Aber ich denke, einen Experten dazu mal befragen macht hier Sinn. Und deshalb freue ich mich, dass heute der Erich Meidert mit dabei ist. Viele von euch werden sicherlich kennen Erich Meidert, der beschäftigt sich schon seit vielen Jahren und forscht auch intensiv zum Thema Wasser, Trinkwasserqualität, Wasserfilter. Und er ist Geschäftsführer der EM Wassertechnologie GmbH und Präsident der Akademie für Trinkwasserforschung und integrale Umwelttechnologie e.V. Jetzt habe ich es vollständig. Herzlich willkommen, Erich Meidert. Unfallfrei bisher. Super, ne? Sehr, sehr gut, ja. Lieber Erich, also das Grundwasser durch Nitrat ist verseucht. Deutschland ist offiziell verklagt. Ich habe es gerade schön gesagt. Wie kommt denn dieses Nitrat überhaupt ins Trinkwasser rein? Also verklagt ist am EuGH, Europäischen Gerichtshof. Also das ist alles andere als... Das ist eine Spaßbremse der EuGH. Und Deutschland wurde das ja schon lange angedroht. Ich kann deshalb dazu Stellung nehmen, weil ich komme selber aus der Landwirtschaft. Ich bin ein Landwirtssohn und habe meinen Rücken total kaputt gemacht, weil wir ich bin Bayer 56, also in den Jahren 65 bis 78 umeinander war es ja immer nur die Serie viel hilft viel. Also da hat man die Boden massiv überdüngt. Dieses Bewusstsein, dass es nicht ganz ist, kommt vielleicht seit 20 Jahren erst. Das heißt, du bist mitschuld, weil du die ganzen Säcke mitgeschleppt hast, ja? Ich habe meinen Rücken wirklich kaputt gemacht, weil wir diese Säcke halt in den Streuer getan haben, beim Bulldog, beim Traktor hinten drauf. Da musst du das ausschneiden. Und das geht natürlich, was haben wir gehabt? Damals 35 Hektar, also so 100 Tagwerk. Und da hat man natürlich intensiv gedüngt. Auch damals musste es dann schon Handschuhe nehmen und alles. Aber ich bin da schon massiv betroffen und was halt sehr traurig ist, dass mein Vater, als ich 14 war, an Krebs gestorben ist, aber für mich interessant, Magenkrebs. Alle Landwirte rundherum, alle haben sie Krebs gehabt und das beschäftigt dich schon mal. Und wenn du dann so 40 Jahre bist, 50 Jahre und dein Vater war auch 50, und dann sagst, Mensch, ist es erblich, was ist da los? Und darum haben wir das Thema Krebs und sowas schon ein bisschen beschäftigt. Vor allem, wenn du halt dann einfach ab dem 40. Lebensjahr, interessiert man sich für das Thema und sagt, was kommt? Und meine Jungs draußen, auch ich komme aus Wasserburg am Inn, da ist halt der Krebs überall. Und darum interessiere mich für das, ohne dass ich gleich direkt einen Zusammenhang schaue. Aber das Thema geht mir sehr nah persönlich. Und dadurch, dass ich aus der Landwirtschaft komme und immer noch wahnsinnig gern daheim bin, wir haben mittlerweile 400 Tiere, also 200, also nur Bullenmast. Aber wir haben schon eine große Landwirtschaft. Wir haben letztes Jahr den Bayerischen Nutztierwohlfühlpreis bekommen vom Minister Brunner. Das heißt, bei uns fühlen sich die Kälber wirklich wohl. Wir streuen mit Stroh. Und das sind nicht eingepfercht, sondern die atmen gute Luft. Aber ich kenne halt die Thematik und die Problematik und natürlich unsere Bauern, was die dazu sagen. Also das heißt, die Bauern also spielen eine maßgebliche Rolle und haben eine Verantwortung, tragen Mitverantwortung dafür, dass eben die Nitratbelastung im Trinkwasser ist. Ist das richtig? Kann man das sagen, ja, auf alle Fälle. Maßgeblich dadurch kommt, ja? Muss man leider sagen, maßgeblich trägt die Überdüngung dazu bei. Die Überdüngung über. Jetzt, ich habe mal eine Frage. Also, jetzt sagen wir, Nitrat ist giftig oder andersrum, Nitratbelastung ist hoch im Trinkwasser. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, Nitratbelastung im Wasser,
die Trinkwassergrenze, wenn ich richtig informiert bin, also die, was die Nitratbelastung angeht, sind 50 Milligramm pro Liter. Ja. Wenn ich jetzt mal ein Gemüse nehme, ja, Gemüsesorten, da ist die Konzentration vom Nitrat 50 mal so hoch. Das heißt, ich habe dann irgendwie 2.000 bis 3.000 Milligramm pro Kilogramm. Das ist jetzt keine Seltenheit. Warum ist das Nitrat bei wesentlich niedrigeren Werten im Trinkwasser jetzt plötzlich so gefährlich? Aber, weil du, jetzt reden wir mal entweder, welches Gemüse, ist es biologisches Gemüse, wo aus kontrolliertem Anbau kommt, oder ist es der konventionelle Bereich? Das heißt, also im konventionellen, da habe ich diese höheren Werte und im Bio-Bereich habe ich das gar nicht so, ja? Gar nicht so. Das ist einfach fundamentale Unterschiede. Darum rate ich jedem gerade jetzt im Winter, nur im Biomarkt praktisch seinen Salat zu kaufen. Absolut. Und wir müssen die Landwirte alle dazu hinbringen. Das kostet vielleicht 30, 40 Cent mehr, dieselbe Salatqualität aus biologischem Anbau. Aber warum das nicht so relevant ist, ist, weil du nicht jeden Tag 3 Kilo Gemüse isst. Du isst nicht 3 Kilo Salat. Du mit deinem grünen Smoothie vielleicht, aber 3 Kilo schaffst du auch nicht. Nee, das schaffe ich auch nicht. Und das aber jetzt, ich will noch einen Schritt weitergehen. Ich meine, ich weiß aber, worauf ich hinaus will, aber Nitrat ist ja als solches erstmal nicht giftig. Es ist ja irgendwie, wir brauchen ja auch Nitrat in unserem Körper, ja, und wir brauchen ja auch andere Dinge, die im Wasser drin sind. Ab wann wird es giftig und warum wird es giftig? Ja, weil es geht um einen Umwandlungsprozess im Magen. Wenn Nitrat zu Nitrit wird, dann wird es gefährlich. Nitrit ist krebserregend. Und ich habe, wenn du jetzt, was gut ist, du kannst die Frage, wie kommt Nitrat ins Trinkwasser, hast du mir gestellt, habe ich mir aufgeschrieben. Und dann habe ich diese Frage in Google eingegeben. Bei Google findest du super YouTubes, und zwar alle 2, 3, 5 Minuten lang und fast alle aber von Öffentlich-Rechtlichen. Das ist der NDR, der Südwestrunk, der Hessenfunk, also ganz viele richtig gute YouTubes findest du. Wie kommt das Nitrat ins Trinkwasser? Ja. Und dann gibt es sehr viele gute Texte, und bei Google auf Seite 1 oder wenn man findet, das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel. Und die schreiben halt, Nitrat gehört wie Ammonien und Nitrit zu Stickstoffverbindungen des natürlichen Stickstoffkreislaufs. Also ich spreche jetzt bei der Grundwasserbelastung einmal an die Überdüngung, aber natürlich auch die Gülle. Die sind wir belasten unsere Böden einfach viel zu viel. Das ist einfach, und das kann nicht mehr abgebaut werden und geht eben durch Regen. Jetzt haben wir dann oft diese Starkregen. Das, in Bayern sagt man, schwappt's da, also es wird alles eingeschwemmt. Das geht halt einfach ins Grundwasser. Ja. Jetzt ist die absurde Situation, dass zum Beispiel Berlin sagt, unser Wasser ist Oberflächenwasser. Das ist super. Und München schreibt, unser Wasser ist kein Oberflächenwasser. Das ist noch mehr super, super. Grundwasser also, ja. Ja, und dass du sagst, unser Wasser wird aus Grundwasservorkommen hergestellt. Also Oberflächenwasser ist das Wasser, was irgendwie durch die Bäche gesammelt wird in Talsperren oder so, ja? Ja, aus der Oberfläche. Mhm. Und Wasser an der Oberfläche so rum. Das ist bei uns zum Beispiel der Fall. Wir haben hier ganz große Talsperren. Bei uns ist hier die Dünntalsperre. Das ist so eine der größten Talsperren im Westen Deutschlands. Ja. Riesig groß. Das heißt, bei uns gibt es Oberflächenwasser hier. Genau. Und warum rühmt sich München, dass sie kein Oberflächenwasser haben? Also, da musst du halt schauen, du findest die Nitratwerte schon. Aber je größer oft die Lobhudeleien, wo findest du auf den ersten Blick, dass du sagst, wie viel Nitrat habe ich jetzt drin? Da musst du ein bisschen googeln. Und oftmals rufen mich Leute an und sagen, ja, wo ist denn mein Nitratwert? Und sage, du wirst es finden, aber so versteckt und so verpixelt. Und irgendwo wird es veröffentlicht, aber es ist massiv schwer. Also, das heißt, es ist beides betroffen, also Oberflächenwasser als auch Grundwasser und Nitrat wird überall zu finden sein. Ist das richtig, ja? Nee, Nitrat gibt es nicht überall. Es gibt ja, was weiß ich, im Bremer Gebiet zum Beispiel hast du wenig Nitrat. Es ist einfach regional völlig verschieden. Okay. Katastrophe ist in Niedersachsen, kommt auch darauf an, was habe ich für Böden. Es gibt ja den wasserundurchlässige Böden, aber da sammelt sich's an. Es ist nur eine Frage der Zeit. Also ich spreche von einer tickenden Zeitbombe. Da spreche ich aber nicht von heute und morgen, sondern von 20, 50, 70 Jahren. Aber es ist drinnen. Und es wird halt oft durch wasserundurchlässige Schichten, wird es halt aufgehalten, dann hast du kein Nitrat mehr. Warum wird denn überhaupt dieses Nitrat verwendet? Wird es also als Düngemittel oder warum, du kommst ja jetzt aus der Landwirtschaft, also warum tue ich das überhaupt aufs Feld? Es ist halt so, als Stickstoff ist es praktisch. Ja.
Es gehört dazu, um die Pflanzen. Das kann man auch gut nachlesen mit dem Eiweiß. Ich habe mich nicht so intensiv reingekniet, weil mich interessiert die Nitratbelastung. Aber es kommt über die Überdüngung, über die Landwirtschaft. Und dann, ich kann es einmal, wenn ich wieder meine Dings zitiere, mein landwirtschaftliches Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Umweltschutz. Also es kommt aus anthropogenen Kontaminationsquellen wie Abwasserleitung, landwirtschaftlichen Einträgen ins Wasser. Da spreche ich aber explizit auch die Gülle an, weil es hilft nicht nur zu glauben, ja, Nitrat, sondern über die Gülle hast du auch die Hormone drinnen. Ja, das ist ja das ist nur ein Thema, Nitrat von vielen im Wasser. Die Tiere gespritzt werden mit Antibiotika, gerade in größeren Stallungen hast du das Thema einfach. Und es ist eine Stickstoffverbindung. Man kann sich das einfach im Internet super runterladen. Das muss ich jetzt sagen. Aber Nitrat ist ja nicht das Problem. Das Problem wird sein Nitrit. Nitrat bildet sich zum Beispiel im sauren Milieu wie im Magen. Und das ist jetzt das, was die Leute nachdenken sollten. Unser Hauptproblem ist die Übersäuerung im Organismus. Aber über eine Übersäuerung im Organismus kann es zu Nitrit werden. Also Nitrat wird zu Nitrit. Nitrosamine sind krebserregend. Und das Bayerische Umweltamt schreibt wieder, einige Nitrosamine wirken im Tierversuch krebserzeugend. Ihre Entstehung sollte so weit wie möglich vermieden werden. Also diese Umwandlung von Nitrat zu Nitrit geht nur im sauren Milieu. Du hast es im Speichel drin. Oft haben wir einfach diese massive Übersäuerung. Ja. Ist halt, Wasser sollte nitratfrei sein. Ob es jetzt 50 Milligramm, was für mich ein absurd hoher Wert ist, weil ich brauche nicht nur ein Glas Wasser, sondern ich brauche 2 bis 3 Liter am Tag mit 50 Milligramm Nitrat. Da sage ich lieber Gesangsverein. Also das sollte man mal testen. Also es ist deiner Sicht zu hoch. Nicht so. Ja, okay. Lass uns ein bisschen über die gesundheitlichen Folgen sprechen. Von der zu hohen Nitratbelastung, die dann im sauren Körper zu Nitritbelastung sozusagen führt. Was kann das für Folgen sein? Es wird immer davon gesprochen, dass Schwangere und für Babys das Probleme führen kann, weil dann irgendwie das Blut nicht mehr so viel Sauerstoff transportieren kann letztlich und dann können die Babys blau werden oder sowas. Genau, der plötzliche Kindstod. Das hängt damit zusammen. Und dann schreiben die, also ich zitiere jetzt wieder das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Also, die schreiben, es kann auf 2 Arten menschlich die Gesundheit gefährden. Es bietet das Methemoglobin und Nitrat bewirkt, dass der rote Blutfarbstoff, das Hämoglobin, zu Methemoglobin umgewandelt wird. Methemoglobin ist im Gegensatz zu Hämoglobin nicht mehr in der Lage, Sauerstoff in das Gewebe zu transportieren. Daher kann sich eine Blausucht-Zyanose entwickeln. Der resultierende Sauerstoffmangel in lebenswichtigen Organen wie dem zentralen Nervensystem und dem Herz kann bei entsprechender Ausprägung bis zum Tod führen. Zum anderen kann Nitrit mit sekundären Aminen im Magen, also im Magen sprechen wir, und wir haben ja das Thema, dass wir zu übersäuert sind. Was essen wir alles für Säurebildenden? Vom Kaffee über die Hamburger, über alles Mögliche. Es lebt nicht jeder so grün und gesund wie du. Sie schreiben, sekundäre Amine sind stickstoffhaltige chemische Verbindungen, die in vielen Lebensmitteln vorkommen und bei der Verdauung entstehen. Einige Nitrosamine wirken im Tierversuch krebserzeugend. Ihre Entstehung sollte daher so weit wie möglich vermieden werden. Also sogar das Ministerium. Und wenn du das googelst, immer wieder heißt es, Nitrat zu Nitrit, Nitrosamine, krebserregend. Bei Tieren. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Ja. Okay, wir halten fest, es ist gefährlich. Wir wissen jetzt ungefähr, in welcher Form es agiert. Und es können, ja. Es ist halt immer die Wechselwirkung, die Vielzahl. Du hast nicht nur das Nitrat im Wasser, du hast auch, ich sage immer wieder, einfach deine Hormone drin, auch aus der Landwirtschaft. Da bleibt kein Bauer davon verschont, auch den Tierarzt mal zu holen über die intensive Tierhaltung. Und die Summe macht's. Ja. Die Summe macht's. Und Nitrat sollte irgendwo immer vermieden werden. Nitrat ist für mich ein No-Go. Ja. Die Grenzwerte sind ein Skandal. Okay, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben jetzt ein Thema herausgepickt. Das ist ja ein Thema von ganz vielen. Also wir wissen, wie hoch die Belastung ist. Wir werden auf unterschiedlichste Art und Weisen belastet. Das haben wir eben jetzt rausgepickt. Und ich habe es auch deshalb rausgepickt, weil es eben jetzt so heftig und massiv ist, dass es schon
zu einer Klage gegen Deutschland geführt hat. Und das muss ja schon, will was schon heißen. Es wurde aber mindestens 5 Jahre lang angedroht. 5 Jahre lang hat die EU Deutschland gewarnt, tut was für euer Trinkwasser. Und 50% aller Trinkwassermessstände, ich glaube, es sind so 500. Und die Klage ist 40 Seiten und 1500 Seiten im Anhang. Das heißt Beweise. Und wenn du 5 Jahre lang warnst, tut was dagegen, da hätte man halt nur sagen müssen, zum Beispiel, bei jedem Trinkwasserverordnung, ich spreche jetzt vor allem von Norddeutschland, da gibt es eine Tabelle auch auf YouTube und im Internet zu finden, vor allem in Norddeutschland mit der intensiven Landwirtschaft, ich sage mal Kreis Vechta oder Oldenburg, wo du die Schweinemast hast, wo du die großen Hühnerställe hast, die großen Rinderfarmen, da müsste man einfach vom Versorger einfach entsprechend die Filter einbauen. Das ginge. Kostet natürlich was. Mittlerweile ist es so absurd, dass die Landwirte 50 bis 100 Kilometer fahren, um ihre Gülle auszubringen da. Das heißt, die vergiften den Rest auch noch. Und über 50% ist betroffen. Und wenn ich lese eben, dass 74% vom Trinkwasseraufkommen in Deutschland aus dem Grundwasser kommen, dann sage ich, ja, wo soll es denn hin? Diese ganze, jetzt haben wir diese Starkregen, du hast die Überschwemmungen, das geht einfach in den Kanal rein. Und es ist einfach, und du weißt nie, wie die Oberflächenwasser laufen. Es ist drin, es ist eine tickende Zeitbombe. Und wenn ich heute messe, heißt es nicht, dass übermorgen nicht was drin ist. Es muss irgendwo sich den Weg suchen. Und Wasser sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Es ist das kleinste Element. Wer ist denn derjenige, der das Ganze überwacht, die Nitratgehalte bei uns hier in Deutschland? Die Versorger. Und dann gehst du mal zu den... Das sind die Versorger, sozusagen die regionalen Versorger, die überwachen die Werte, ja? Ja, genau. Da gibt es Überwachungsstellen, da gibt es das Wasserwirtschaftsamt. Das sind halt Beamte. Was macht der Beamte? Keine Fehler. Oder Ruhe ist. Und Freitagnachmittag macht er Schluss. Nur Beispiel. Ja. In kleinen Gemeinden, ländlichen Gemeinden, musst du das einmal im Monat überprüfen. Jetzt ist Freitagmittag. Jetzt sage ich mal ganz ordinär, wie es bei uns schon mal passiert ist, hat ein Fuchs nahe der Wasser, der liest die Verbotsschilder nicht, kommt der da rein und dann scheißt er da rein. Jetzt mal ganz, damit es einfach mal prägnant ist. Ja. Dann kommt am Freitagmittag die Warnmeldung von Rosenheim, liebe Leute, Trinkwasser kontaminiert mit Fäkalien, da sind Keime drin, sperren. Ja gut, jetzt kommt am Freitagmittag die Warnung, ist natürlich keiner mehr da. Jetzt ist der Beamte am Montag krank gewesen, dann kommt er am Dienstagmittag mal zum Lesen von der E-Mail, dann geht er zum Chef und sagt, ui, wir müssen was tun. Aber bis dann was passiert, wird es Mittwoch, Donnerstag, dann wird geklort und dann wird die Bevölkerung informiert. Aber das heißt, da vergeht mindestens eine Woche. In Großstädten wie München wird natürlich täglich kontrolliert, aber die Kontrollzeiten unterwerfen einfach, wie viele Leute wohnen da. Darum ist das idyllische Landleben auch oft trügerisch. Also, ja, okay, verstehe. Gut, also das heißt, wir haben ein bisschen... Entschuldigung, die überwachen das. Aber ja. Wie gesagt, du weißt, you never know, was daherkommt. Was die Oberflächen, du kannst da nicht reinschauen. Irgendwo muss es ja hinfließen. Das kann ja nicht explodieren. Also, es wird sich immer seinen Weg bahnen. Und am besten ist halt einfach massiv die Düngung zurückfahren, geht aber nicht, weil der Druck da ist auf die Landwirte. Darum flehe ich halt einfach Leute an, liebe Leute, kauft einen Biosalat. Geht's und gebt ein bisschen mehr Geld aus. Das wird nicht zum Ruin führen, aber schaut, dass die Landwirte einfach auch mehr Geld bekommen, wenn sie Bioprodukte herstellen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil so können wir alle etwas dagegen tun. Ja. Denn solange wir immer billig machen, da kaufen uns die Probleme halt hintenrum wieder rein und die Rechnung zahlen letzten Endes die Verbraucher, wir alle selbst. Ja, wir reden alle von Bio, von gesund ernähren und dann gehst du halt doch in die Supermärkte, siehst, wie das verlockend grün ist und dabei ist einfach wirklich mehr schädlich wie nützlich. Und man muss halt akzeptieren, dass unsere Gesellschaft davon lebt und die Pharmaindustrie, dass du wiederkommst. Ja. Dass du immer irgendwo ein bisschen dahin siehst. Aber ein anderes Thema. Also wir können uns alle an die eigene Nase packen und jeder Einzelne kann wirklich auch mitsteuern, dass da ein Umdenken auch passiert. Und dazu soll dieses Interview auch mit beitragen, wirklich auch dann ins Nachdenken kommen und uns Es geht bei den Äpfeln los. Ich war immer in Dings unten im Bodensee, da bin ich rumgefahren, dann habe ich so einen Bauernhof gesehen und da war so eine Bäuerin, so eine alte Frau und dann bin ich hin und habe gesagt, na Mädels, also die Bodensee-Äpfel kaufe ich mir jetzt. Ja, und dann sagt sie, heuer ist ganz gut, wir haben das 3-mal gespritzt.
Ja, danke. Einmal, dann bin ich auf die Spur, haben wir gedacht, das kann ja nicht sein. Dann gehst du aufs Internet und forschst, die Äpfel werden zum Teil 25 bis 30 Mal gespritzt. Was? Ja. Die sind wunderbar, aber prüf mal nach, das ist Wahnsinn. Also dann wirst du verrückt. Und dann isst du den Apfel oft ohne diese Schale, dann tun es manche ja abpellen, aber da sind ja eigentlich die wertvollen Nährstoffe drin. Ja, genau. Kann es nur so sein, dass wir als Hunderttausende sagen, nein, ich kaufe meinen Salat aus biologischem Anbau, ich zahle mehr und dann hat der Landwirt auch den Stress los, weil der muss ja irgendwo auch leben. Und ja. Wir Verbraucher, nicht nur die oben, sondern wir müssen Maßstäbe setzen. Ja, da gebe ich dir 100% recht. Also Maßstäbe oft, dass die Leute Mineralwasser kaufen. Und jetzt ist das absurde, perfide und für mich unverantwortlich ist, dass dann viele Mineralwässer nicht mal als Leitungswasser trinken würdest, weil die haben wieder so viel Sulfat drin. Die haben ein anderes Thema. Sulfat ist letztendlich was du für zum Mauern brauchst, das ist Gips. Dann hast du die Grenzwerte für Sulfat in der Trinkwasserverordnung bei 250 Milligramm. Die Flaschenwasserhersteller rühmen sich, oh, toller, viel Sulfat, die haben 1200 Milligramm. Das Fünf- und das Zehnfache drin. Das machen ja viele, dass sie sich das Trinkwasser, also das, was sie trinken täglich, das meine ich damit, also einkaufen und dann schwere Kästen schleppen und das nach Hause holen und kaufen sich damit ein schlechteres Wasser als das, was bei ihnen aus der Leitung kommt. Ja, sie haben das Nitratthema dann nicht. Das muss man sagen. Da werden dann Löcher gebohrt und diese Vorkommen sind oft richtig gut abgeschirmt. Das heißt also richtig tiefes Wasser. Ist energetisch natürlich maustot, aber es hat dann andere Themen. Es hat eine so hohe Mineralisierung, dass du die zum Teil, oder ja, wie jetzt zum Beispiel Sulfat, das dürftest du nie als Leitungswasser trinken. Mhm. Also das Sulfat, das Nitratthema kannst du dadurch lösen, dass du dir Flaschenwasser kaufst. Dann kaufst du aber ein anderes Problem ein. Ja. Also das Thema Wasser ist ein sehr, sehr großes und wir kommen auch so langsam in diese Frage, also auch was kann ich jetzt tun? Ja, also das wäre jetzt auch meine letzte Frage an dich. Was kann ich tun, um mich zu schützen vor Nitratbelastung oder eben auch anderen Dingen. Was ist deiner Meinung nach da der beste Weg? Also schützen ist jetzt zitiere ich es aber zum letzten Mal. Also schützen, wenn man sich Flaschenwasser kauft, mit der Glasflasche natürlich, ohne Kunststoff, da gibt es ein paar gute Mineralwässer wie Plose, Lauretana, Black Forest, Hornberger. Da sieht man auch, wie viel Nitrat drin ist. Da wird nichts drin sein. Kostet natürlich sehr viel Geld. Und dann muss man halt beim Versorger schauen, wie viel Nitrat ist wirklich drinnen. Der einzige Schutz, was auch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelamt sagt, ist eine Umkehrosmose für das Thema Nitrat. Die empfehlen einen Ionentauscher, aber das ist natürlich wieder was anderes. Aber die Umkehrosmose ist das Einzige, was das Thema Nitrat löst. Aber wiederum, wie bei den anderen Wässern, die Umkehrosmose per se ist auch gefährlich, ist ein eigenes Thema, kann zu Verkeimungen führen, auch das ist was. Aber die Osmose ist das Einzige, was Nitrat rausmacht. Und da gibt es auch im Internet, ich will nur warnen, es gibt sehr gute Artikel über das Thema Nitrat von Filterherstellern, wo ich aber weiß, die kumulieren das Nitrat und dann kippt das Ganze. Ich kann nur warnen. Osmose ist das Einzige, aber Osmose ist nicht nur die Lösung, aber Osmose löst das Thema Nitrat. Mhm. Aber die Osmose selber ist auch wieder gefährlich, da muss man ein bisschen mehr wissen, aber da machen wir ja auch ein Webinar dazu. Ja, genau, das können wir auch jetzt direkt schon mal ankündigen, das Webinar. Für alle, die da ein bisschen mehr reinsteigen wollen in die ganze Thematik, Wasser, sauberes Trinkwasser, Lösungen auch zu Hause, was kann ich tun? Was gibt es für unterschiedliche Anlagen? Du kannst gleich noch ein bisschen mehr was dazu sagen, was in dem Webinar alles thematisiert wird. Das Webinar für alle Interessierten am 26. Januar. Wir hatten ja schon ein Webinar angesetzt, das war im Dezember. Leider kam es dann nicht dazu. Du bist kurzfristig heftig erkrankt. Inzwischen glücklicherweise wieder genesen. Da wirst du auch im Webinar noch ein bisschen was genauer dazu zu erzählen. Aber am 26. Januar werden wir zwei Webinare sogar machen. Einmal morgens um 11 und einmal abends um 19 Uhr. Und dort werden wir ja noch viel mehr von dir erfahren zum Thema Wasser. Ich muss sagen, ich will keine Angst machen. Überhaupt nicht. Aber ich kann einfach auch frohe Botschaften verkünden. Ich spreche nur vom richtig guten Wasser. Ich spreche nicht von Umkehrosmosewasser oder Filter oder so, sondern welches Wasser gibt es, wo pilgern Millionen hin, welche gesundheitlichen Vorteile haben. Ich will drum, bin ich beim Thema Nitrat,
es ist einfach eine Katastrophe. Aber ich bin keiner, der sagt, schlimm, 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 alles scheiße, sondern ich sage, wie kann ich es machen? Wie kann ich es lösen? Und zwar so, dass es bezahlbar ist, nachvollziehbar, dass ich das Thema einfach abgehakt habe. So ist das Leben ja. Du bist jetzt ein Vater mit jungen Kindern, jetzt bist du für deine Kinder. Jungs. Vier Stück. Vier Jungs. Ja, hoffentlich werden viel Fußballer dazu kommen. Ja, einen haben wir dabei, auf jeden Fall. Aber eben dieses Thema, das ist ein Thema Wasser, abgehakt in meinem Leben. Und wenn du jetzt ein junger Vater bist, in 20 Jahren ist das Thema Kinder abgehakt, kommen wieder neue Themen. Ja. Aber zum Thema Wasser kann ich sagen, ich bin mir ein, ich behaupte, ich weiß, wie es Wasser geht. Wasser muss sauber sein, rein, muss hochenergetisch sein, dass es hexagonal ist, weil Wasser ist Lebensspender. Da spreche ich dann von Elektronen, da spreche ich von Vollkommenheit und zwar messbar. Und die Osmose ist die einzige Lösung, um das Thema Nitrat einfach hinzubekommen. Aber nicht so, dass man sagt, jetzt kaufen wir alle Osmose, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, wenn ich gutes Wasser will. Kurzfristig, wenn jemand sagt, ich will jetzt mein Wasser, wenn du dein Wasserreport liest mit 30 Milligramm, kurzfristig würde ich einfach sagen, die Leute sollen sich in Richtung Osmose mal informieren, aber dann kaufst du einfach ein Plose oder Lauretano oder Black Forest oder Hornberger mit ganz wenig Mineralien drin, reinstes Wasser. Ist mal eine gute Ad-Hoc-Lösung. Am 26. spreche ich von der Vollkommenheit des Wassers. Und da ist Nitrat natürlich ein No-Go, aber da gehören auch die Mineralien dazu, die lebenswichtigen Mineralien und Spurenelemente, aber Paracelsus sagt, die Dosis macht das Gift. Was brauche ich von wem? Wie viel? Und da gibt es eine Lösung, die hat mit mir nichts zu tun, aber die kann ich nur empfehlen. Und ich habe Blutwerte und du sprichst meine Erkrankung an. Ja. Ich habe natürlich, für mich war Erkrankung tabu. Gibt es nicht. Krankheit, was ist das mit meinem Wasser? Ich bin auch nicht krank, also ich habe dich nie krank erlebt. Ich kenne dich ja schon eine ganze Weile. Nee, mich hat irgendwas in Afrika gestochen, glaube ich, oder so. Auf alle Fälle hatte ich eine Infektion, und zwar eine Fetzeninfektion. Ich habe es natürlich vollkommen gesagt, Blödsinn. Bis die Ärzte mich dann, wo ich gesagt, jetzt muss ich dann doch mal gehen, ich konnte gar nicht mehr gehen. Und dann wollten mich die Ärzte nicht mehr gehen lassen. Also gleich ins Krankenhaus und in Transfusion, Infusion und was. Aber es ist ganz schnell geworden und da habe ich eine gute Lehre draus gezogen. Aber die Blutwerte waren dann enorm, was die Ärzte mir gesagt haben. Das hängt sicher mit Wasser und Mineralien zusammen. Also am 26. gibt es einfach spannendes Thema. Nur für heute gesagt, Nitrat im Wasser geht nur über Umkehrosmose raus. Da gibt es Unterschiede zwischen 100 Euro und eine Anlage für 3.000 Euro muss nicht besser sein als eine für 100. Da gibt es ein Video dazu vorher, 2 Minuten, wo ich sage, liebe Leute, Unterschiede preislich. Und dann gehen wir das Thema komplett Vollkommenheit an. Aber okay, dieses Video, was du gerade angesprochen hast, das heißt, das Video, das können wir auch verlinken hier unter dem... Ja, ich habe ein Wasserfiltermuseum und dann zeige ich einfach, welche Arten von Osmoseanlagen es gibt, in welcher Preiskategorie, wo sind die Gefahren, weil Osmose hat das Thema Verkeimung, ist auch sehr gefährlich. Es gibt natürlich viel, was da im Internet rumgeistert. Ja. Damit habe ich jetzt die letzten 12 Jahre jeden Tag 6 bis 19 Stunden beschäftigt. Ja. Und ja, das macht die Sache so spannend. Und dieses Interview, dieses Video, das verlinken wir unten drunter. Ja. Das heißt, wir werden dort dann am, was haben wir gesagt, 26. Ja. Am 26. Januar werden wir, das ist ein Donnerstag, zwei Webinare, also zweimal das gleiche Thema, einmal die morgens live dabei sein können und abends. Ja, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da werden kein Angstmach-Webinar. Es ist kein Angstmach-Webinar, sondern es ist einfach, dass man sagt, ist es logisch, ist nachvollziehbar und vor allem ist es messbar. Und dann wird natürlich die Zahl meiner Freunde nicht unbedingt nur steigen. Ja. Beim letzten haben wir ja eine saubere Aufmahnung bekommen. Ja, das zeichnet dich aus, dass du kein Blatt vor den Mund nimmst. Und natürlich, gerade im Thema Wasser gibt es sehr viele Menschen, die da unterwegs sind, unterschiedliche Meinungen. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist ein Schlachtfeld, weil so viele Glaubensrichtungen da fast... Es geht ja um Milliarden. Es geht um Milliarden. Also von der Mineralwasserindustrie geht es um Milliarden und von den Wasserfiltern geht es um absurde Gewinnspannen. Und unser letztes Webinar hat mich eben zum Landgericht Berlin geführt und zu diesem skurrilen Szene, wo die Berliner gesagt haben, ja, das ist ja völliger Blödsinn, was Sie machen mit Ihrem Wasserfilter. Unser Berliner Wasser ist ja so gut, weil es ist Oberflächenwasser. Dann habe ich gesagt, ja, aber es ist komisch, weil in München steht, es ist so gut, weil kein Oberflächenwasser
was ist jetzt? Und dann sagen die zu mir, wir sind doch hier nicht im Comedy, ist doch kein Kabarett. Und ich hatte nicht die Chance zu zeigen, um was es überhaupt ging. Keine Chance. Also mein Anwalt hat gesagt, nein, ich sage jetzt lieber nicht, wie er sie bezeichnet hat, aber mein letztes Webinar, aber auch diesmal, keine Sorge, Andreas, du musst es handeln nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, nee, ich finde das total gut, dass du wirklich so offen darüber sprichst und da kein Blatt vor den Mund nimmst und das, was da passiert ist, ist natürlich hochspannend, was das für Reaktionen auch auswirkt. Ja, aber schön ist, wenn du heute super Feedbacks bekommst. Wir wollen ja aufklären, das ist das, worum es mir geht. Ich möchte eine Verbindung schaffen zwischen den Menschen, die den Newsletter hier lesen, den Menschen, die sich für das Thema interessieren, den Menschen, die noch Angst haben und einfach wissen wollen, was kann sie tun. Dem möchte ich eine Lösung bieten, und zwar eine Lösung, die Hand und Fuß hat. Und ich war ja sogar, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat, ich war ja sogar bei dir persönlich in deiner Firma. Ich habe auch das Wasserfiltermuseum schon gesehen. Es gibt auch ein Video dazu, das schon eine Weile zurückliegt. Das kann ich auch gerne mal verlinken hier, wer das mitverfolgen will. Und du hast mein vollstes Vertrauen. Ich habe auch deine Wasserfilteranlage bei uns zu Hause und seit vieler Zeit. Und ich liebe dieses Wasser. Ich habe es hier auch grün verpackt mit dabei. Ja. Also ich gehe nirgendwo hin, ohne dein Wasser dabei zu haben. Seitdem ich diese Anlage habe. Und die ganze Familie, alle beschwören da drauf. Also ich stehe wirklich dahinter und freue mich sehr auf dieses Webinar, dass du da mal auf... Hast du aber schön auswendig gelernt, den Text. War nicht auswendig gelernt. Klar. Das Gute an unserer neuen Zeit ist ja, dass die Wahrheit immer aus dem Herzen kommt. Und da brauchst du dich nicht vorbereiten, da brauchst du keinen Text. Nein, das ist unvorbereitet. Das ist hier mein Wasser. Das habe ich immer mit dabei. Das ist ich habe das immer mit dabei. Bei allem, wir nehmen nur dieses Wasser. Aber das nur am Rande. Ja. Das soll ja auch gar nicht darum gehen. Aber was ich noch jetzt unbedingt mit dir reinbringen möchte, bevor wir jetzt gleich hier zum Ende kommen, du hast einen wunderbaren Gewinn mitgebracht. Ach so, bin ich wirklich sehr, sehr begeistert, das hier bekannt geben zu dürfen. Und zwar, lieber Erich, ich habe es ja auch gesagt, du hast ja eben dieses Unternehmen, wo du eben auch Trinkwasserfilteranlagen bereitstellst und anbietest. Ja. Und du hast... drei Umkehrosmoseanlagen, also es ist also nicht nur Umkehrosmose, sondern verschiedene andere. Die hexagonales Wasser herstellen, Energiewasser. Genau. Ja, genau. Diese Anlagen, und zwar drei Stück, kannst du gleich noch was zu sagen, verlost du im Wert von jeweils 1200 Euro. Genau, also die Umkehrosmoseanlage bei uns, die besteht aus der Anlage, die besteht aus dem Sicherheitspaket, weil da kann ja immer was passieren mit der Keimsperre, mit dem Auslaufschutz natürlich. Die hat einen Wert von 1200 Euro und da ist natürlich auch die Energie dabei, das Feinstoffliche, weil eine Umkehrosmose selber für sich würde ich nie verkaufen, geht nicht. Ist nicht zu verantworten wegen der Energie, dass du einfach Elektronenüberschuss machst. Das ist aber wieder das Wasser ist ja erstmal platt tot, wenn das da rauskommt. Aus tot, Osmosewasser selber würde ich nicht trinken, weil es tot ist, ohne Energie, Verkeimungsgefahr. Also für 1200 Euro kriegst du da perfekte Trinkwasseranlage. Und das Thema Mineralien ist wieder was anderes. Aber das verlosen wir einfach. Ja, finde ich großartig. Und zwar machen wir das wie folgt. Du hast gesagt, drei Stück. Du bist mir lieb und teuer. Das letzte Mal habe ich meinen Landgerichtsprozess am Hals gehabt. Der führt dazu, dass ich im Internet irgendwo als, was wäre ich, subtiler Schlechtmacher und Betrüger hingestellt. Wobei der Richterspruch noch einmal rechtskräftig ist. Haut der gleich auf den Putz. Aber wie gesagt, ich tue es mir die grüne Smoothies gebracht und nicht das Wasser. Und so Zukunft. Also, wenn ihr eine der Anlagen gewinnen wollt, im Wert von 1200 Euro, ist es die Blanca? Nee, Futura. Futura, ist das die weiße? Futura Sicherheitspaket mit Energie. Futura, könnte sogar die gleiche sein, die bei uns zu Hause steht. Ohne den Lurt-Generator. Ja, den habe ich nämlich noch nicht. Dann heißt, ihr habt sogar eine bessere Anlage, als bei uns zu Hause steht. Es ist phänomenal. Glaubensdinger. Die sind Glaubensdinger. Genau, also drei Stück. Wir machen das wie folgt. Anlage Nummer 1. Ihr habt drei Möglichkeiten zu gewinnen. Möglichkeit Nummer 1. Ihr schreibt einen Kommentar unter diesem Blog auf der Webseite grünundgesund.de, wo dieses Interview hier veröffentlicht wird. Mhm. Oder auf YouTube, da gibt es auch die Möglichkeit, einen Kommentar unten drunter abzusetzen, so wie wir es in den letzten Interviews auch gemacht haben. Und wir nehmen als finales Datum das Datum, wo das Webinar dann stattfindet, am 26. Also alle Kommentare, die bis zum 26. Februar 2017 abgegeben wurden, auf Grün und Gesund unter diesem Interview, sind gleichzeitig eure Eintrittskarte für die Anlage Nummer 1. Wenn ihr
bei der zweiten auch mit dabei sein wollt, dann macht ihr Folgendes. Seid live bei dem Webinar mit dabei. Ja, denn am Ende des ersten Webinars am 26. Februar 2017 um 11 Uhr startet das. Mhm. Am Ende dieses Webinars werden wir die zweite Anlage verlosen, und zwar unter allen, die live mit im Webinar dabei sind. Ja, und die dritte machen wir jetzt genauso. Die dritte Anlage verlosen wir dann abends um 19 Uhr in dem Webinar, auch wieder am Ende. Das heißt, wir haben insgesamt 3.600 Euro, die wir hier raushauen. Und ich bin wirklich total platt, weil das ist mit Abstand der höchste Preis, den wir hier bei Grün und Gesund ausloben. Das habe ich heute früh auch noch nicht gewusst. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wer das gewinnt. Wir werden also am 26. alles bekannt geben. Wenn ihr euch anmelden möchtet für eins der Webinare, ihr könnt natürlich auch für beide euch anmelden, wenn ihr es möchtet. Habt ihr doppelte Gewinnchance. Die Links auch hier unter, entweder blende ich sie direkt hier ein in das YouTube-Video, beziehungsweise sonst auch auf dem Blog grünundgesund.de. Ja. Ihr werdet alles bekommen, in der E-Mail auch, die ihr dazu bekommt. Ihr werdet es sehen. Lieber Erich, ich würde sagen, wir haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht zum Nitrat. Ich möchte mich nur entschuldigen, weil ich gehe nicht so auf diese verheerenden Wirkungen ein. Da sollen die Leute auf YouTube gehen und sich diese öffentlich, die von NDR, WDR, Bayerischer Rundfunk, das sollen sie sich anschauen. Das sind schockierende Berichte. Ich bin eher derjenige mit der guten Botschaft. Und ich weigere mich einfach, diese verheerenden Folgen, die ich so bitter am eigenen Leib erfahren habe, in meiner Umgebung und in der Land, was da ist passiert. Und mich interessiert nur, wie kann ich ein schönes, gesundes, machen wir auch grünes Leben. Grünes muss ich hinbringen. Aber ja, das heißt, du bist also mehr der lösungsorientierte Mensch, und das finde ich auch gut. Absolut. Und darum soll es auch gehen. Wir müssen auf das und nicht Angst machen. Es gibt ja viele, weißt du, die verkaufen nur über Angst, die erzählen nur aus Angst. Aber die Freude und die positive Energie, das bringt dir das Leben. Und das hätte ich bei bester Gesundheit. Darum geht es einfach. Und darum möchte ich sagen, das Nitratthema, es ist verheerend, aber es gehört mehr dazu. Drum. Ja, und wir können was dagegen tun, und wir haben viele Möglichkeiten. Ja. Erich, wir sehen uns wieder am 26. Januar im Webinar. Und da spreche ich einfach auch die Probleme an, und da spreche ich Mineralien an, Reinheit, Schwingungsenergie und einfach Elektronen, wie wenn dein Herz heute die schlägt und hat ungefähr 80.000 Liter Blut heute durch 100.000 Kilometer Leitungen durchzupumpen. Ja, wie geht das? Die Wahrheit liegt, es geht nur über hexagonales Wasser, was freie Elektronen macht. Und Elektronen, weißt du, ist Strom. Dieser Strom des Lebens, der dich antreibt. Und da ist Wasser das absolut Entscheidende. Und wie das geht, machen wir am 26. Und es geht mir einfach um die Messbarkeit. Und nicht Angst, sondern dass man, und dann, ja, dann kann sich jeder selber entscheiden. Mehr als aufklären kann ich nicht. Nach 19 Jahren bin ich jetzt fertig mit dem Thema Wasser, definitiv, weil es einfach, jetzt kann man noch verbessern, aber von der Vollkommenheit, vor allem das Thema Mineralien war mir am Herz, da habe ich Lösungen gefunden, die haben mit mir nichts zu tun, aber das kann jeder, wir sind wie ein geistiger Supermarkt, wir zwei, wir bieten es an, wenn man kauft oder macht, ist sein Thema, aber ich habe es dir gesagt. Ja, also was jeder tut, muss natürlich für sich jeder selbst entscheiden, ja, und aber die Information ist erstmal das Wichtige, ne? Überhaupt erstmal eine Sensibilität dafür zu schaffen und zu wissen, was das Problem ist, aber auch eben, was man dafür tun kann. Lieber Erich, in diesem Sinne würde ich sagen, wir schließen dieses Interview, wir gucken positiv in die Zukunft, denn es gibt Möglichkeiten, zu tun. Jeder, wir haben es gesagt, jeder Einzelne von uns kann mit dazu beitragen. Ja. Danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit heute, die du genommen hast. Danke dir sehr, sehr herzlich für diese drei großartigen Preise, die du zur Verfügung stellst für die Grün und Gesund Community. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen am 26. Januar. Den Link, wie gesagt, gibt es hier direkt unter dem Interview. Schau einfach nach, sei mit dabei. Ja. Wir freuen uns auf euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Gerne, Andreas. Nochmal alles Gute für dich und für die Arbeit weiter. Keep the smoothie running and the fire burning. So machen wir es. Also, ciao, tschüss noch da draußen. Ciao, ciao. Servus, ciao.